Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken heute mal in Alone in the Dark rein. Das Spiel ist seit gestern draußen. Wie ihr seht, habe ich gestern Abend auch schon mal ein halbes Stündchen so knapp reingespielt. Wollt mal sehen, wie es so ist, weil das tatsächlich eines der Spiele ist, wo ich richtig Bock drauf habe und die werde ich privat auch auf jeden Fall, oder das Spiel werde ich privat auch auf jeden Fall durchzocken. Das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil. Wird wahrscheinlich auch damals der Vorreiter gewesen sein. Ich glaube, es gibt da ein Originalspiel, was Alone in the Dark hieß. Also es gibt mehrere Alone in the Dark Spiele. Aber ich glaube, eins war so Anfang der 90er oder so. Habe ich alle nicht gespielt. Das hier könnte jetzt das erste Spiel sein von Alone in the Dark, was ich dann auch privat durchspielen werde. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange. Ich habe gestern nochmal die Audio umgestellt. Ich habe beides auf Deutsch eingestellt, weil mir aufgefallen ist, dass der Text auf Deutsch war, aber die Sprache auf Englisch. Keine Ahnung, war irgendwie die Standardeinstellung. Ist ja auch wurscht. Wir gehen rein. Ich habe hier auch Standard ausgewählt und modern. Ja, also das kannst du gerne überschreiben. Also, Ihr Onkel. Was ist sein Problem? Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen. Ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn. Aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hartwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Cellar? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist es nur Einbildung? So legt er es sich zurecht, Mr. Carnby. Alles, um die Wahrheit zu meiden. Die wäre? Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hartwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich denn hier? Gab's kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erstmal. So, und schon sind wir im Spiel. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Charakter auszuwählen. Also wir nehmen entweder sie
Emily Hartwood, gespielt von Jodie Comer. Sorry, falls ich irgendwas falsch ausspreche. Sie kenne ich, glaube ich, nur so bedingt. Ich habe gerade noch mal bei Wikipedia nachgeguckt. Free Guy habe ich, glaube ich, damals gesehen. Ansonsten viele Serien und sowas, wo sie mitmacht. Hat mir jetzt nicht wirklich was gesagt. Ihn kenne ich schon eher. Edward Carnby, gespielt von David Harbour. Den kenne ich zum Beispiel aus dem letzten Hellboy-Film oder viele kennen ihn auch aus Stranger Things. Ich kenne ihn eher aus Extraction. Dieser Tyler Rake-Film hier mit Chris Hemsworth. So, es ist, soweit ich das verstanden habe, nicht direkt egal, welchen Charakter wir nehmen, aber es ist nicht so wie bei Resident Evil, wo du im Prinzip Weg A und Weg B hast, sondern es ist eben so, dass egal welchen Charakter du nimmst, du gehst so oder so den gleichen Weg. Aber es ändert sich wohl so ein bisschen was an den Dialogen und sowas, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also wir werden gleich sehen, die splitten sich gleich. Wir nehmen hier an dieser Stelle Edward Carnby und da, wo er lang geht, würde sie dann auch lang gehen. Also sie tauschen einfach nur die Plätze im Prinzip, ne? So, location-mäßig sieht das natürlich schon mal Hammer aus, finde ich. Erinnert sehr an Resident Evil 7 vom Look. Und das mochte ich ja auch. Hallo? Hallo? Sieht verlassen aus. Kann nicht sein. Es muss jemand hier sein. Warten Sie hier. Ich sehe hinten nach. Kapitel 1. Wenn wir jetzt die Frau ausgewählt hätten, würden wir jetzt hier mit der Frau stehen. Im Prinzip ist das so gemeint. Wir gucken uns jetzt hier einfach mal ein bisschen um. Die L-Taste haben wir, um ein bisschen ran zu zoomen. Das habe ich ja gestern alles schon mal so ein bisschen durchgetestet. Und finde einen Zugang zum Haus. Okay, also wir haben sozusagen die Hintertür jetzt genommen und müssen versuchen, in das Haus reinzukommen, damit wir auch sie reinlassen können. Ne? Was hat er hier alles Schönes liegen? Gucken uns natürlich ein bisschen um. Motor, der scheint sich hier ein wenig zumindest auch für Autos zu interessieren. So, okay, dann gucken wir uns hier mal. Ah, siehst du, da haben wir schon was gefunden. Na, was haben wir denn hier? Taschenlampe. Okay, Küchengartenschlüssel. Lag der da auch? So, wenn wir jetzt hier drücken, okay, dann haben wir die Lampe. Das ist schon mal ganz gut. In solchen dunklen Spielen kann man Lampen immer gebrauchen. Also wie gesagt, das spielt sich auch ein bisschen wie Resident Evil, dass du quasi dich jetzt hier erstmal so ein bisschen umguckst, versuchst ein paar Sachen einzusammeln oder Hinweise zu finden. Ich hoffe mal. Also wir werden jetzt nicht hier jeden einzelnen Winkel durchsuchen. Ich werde mit Sicherheit so oder so irgendwas übersehen. Wir gehen erstmal weiter. Und die Idee ist natürlich, wir müssen jetzt in das Haus rein. Und dann versuchen wir sie reinzulassen. Da. Also die Basics erstmal, ne? So ein bisschen Tutorial-mäßig. Du sammelst den Schlüssel ein und öffnest damit eine Tür. Haben wir hier Pistolenkugeln. Okay. Das ist sehr gut gebrauchen. Muss mal kurz, beziehungsweise habe ich das in meinem Privatdurchlauf einmal so gecheckt. Das machen wir auch nochmal. So, mit Viereck kann man nachladen. Das ist nämlich gut zu wissen, weil in manchen Spielen lädst du ja anders nach. Und wenn du dann nachher, was war das, eine Spiegelung? Hat er ja gerade irgendwie so reingeleuchtet und dann war da eine Spiegelung? Hm, komisch. Ist ja auch wurscht. So, von der Location her
finde ich das mega nice. Also solche Spiele mag ich ja sehr gerne. Erstmal schön durch den Garten stolzieren hier. Nee, da gehe ich nicht rein. Ich habe da gestern einmal gegengeschossen. Mal gucken, ob das wieder klappt. Also, naja, es öffnet sich nicht, aber... Ah, okay, dieses Mal hat er da sogar... Also dieses Mal siehst du das Einschussloch. Gestern war da einfach ein Grafikbug. Ich meine, kann ja passieren, ne? Das Spiel ist gestern rausgekommen, so. Und offensichtlich haben sie es ja gefixt. Oder das war reiner Zufall oder so. Ist ja wurscht. Schleicht ein bisschen. Wir laufen jetzt, damit wir ein bisschen mehr zeigen können. Okay. Mehr hast du nichts zu sagen dazu? Ich meine, was soll das überhaupt sein? Da ist irgendwie ein Eimer und da ist was drin. Das müssen wir wahrscheinlich finden. Denn es gibt hier so kleine Rätsel, wie ich gestern schon mitbekommen habe. So Schieberätsel und sowas, weißt du? Das kennt man ja auch aus Resident Evil. Beziehungsweise wahrscheinlich hat Resident Evil das sogar von dem Game hier. Beziehungsweise wahrscheinlich hat das Game hier das auch schon vorher irgendwo sich davon inspirieren lassen. Oh, so einen Kartenstapel habe ich auch. In meinem Pokerkoffer. Na gut. Was? Ja, wer hat nicht einen Baum bei sich im Wohnzimmer? Ja, wahrscheinlich. Ja, weiß ich gar nicht. Soll das so ein Gartenhäuschen, Gewächshäuschen sein? Oder hat er einfach lange nicht mehr sauber gemacht? Nee, ist so ein Gewächshäuschen, ne? So ein schöner Brunnen hier noch mit drinne. Deshalb, ich sag ja, also so location-mäßig sieht das cool aus. Obwohl ich mir die ganze Zeit so denke, okay, das ist die PS5-Version. Wenn wir das ganze Spiel jetzt von Sony, beziehungsweise deren Entwicklern, bekommen hätten, würde es wahrscheinlich grafisch noch einen Ticken besser aussehen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber vielleicht ist das auch nur meine Erinnerung. Ich habe nämlich immer so das Gefühl, dass Uncharted oder Last of Us, dass die grafischen nochmal einen Ticken mehr draufgelegt haben. Ich wollte gestern hier auch hochgehen, bis ich dann gesehen habe, okay, da hängt eine Kette. Würde mich auch interessieren, also ich wäre da gerne hochgegangen. Alter, er hat schön viele, viele Blumen hier stehen und so, ne? Offensichtlich hat er hier auch mit einem oder mit einer anderen Person eingehoben. So, ich hoffe jetzt einfach mal... Ach, da hinten ist noch was. Deswegen die L1-Taste, ne? Dann kannst du immer so ein bisschen ranzoomen. Wir wollen ja hier nichts vergessen. Ich meine, okay, wir können, glaube ich, auch nichts vergessen. Das ist, glaube ich, notwendig, dieser Schlüssel, damit wir überhaupt weiterkommen. Da. Ja, ich mag das ja immer nicht so, wenn du den linken Trigger durchdrücken musst, um zu laufen. Ich finde das immer besser, wenn du einen zweiten Knopf drückst. Irgendwie, das gibt es ja auch mit X gedrückt halten oder L1 gedrückt halten, damit du läufst. Und zeitgleich natürlich den Trigger bewegen, ne? Klar. Boah, Fleischklopfer hier. Aber was hat der da immer für komische Flöcke? Will der hier auf Vampirjagd gehen oder ein Zelt aufspannen? Heringe? Weil dieses Reindrücken in den linken Trigger ist immer so, das weiß ich nicht, das fühle ich nicht so. Da denkt man immer, ich drück den doch rein. Nee, mach's so noch nicht. Und dann wundert man sich, warum läuft der nicht. Na gut, bisschen Heilung. Offensichtlich ist ein Flachmann die Heilung. So. Oh, Ratten gibt's hier auch. Ja, genau. Hier liest er jetzt ja gerade den Text vor. Ich würde einfach sagen, ich scroll hier so ein bisschen runter. Wer sich das dann durchlesen möchte. Bittung. Heiliger Sand. Okay. Wer kann sich das denn durchlesen? Weil alles andere wäre vielleicht ein bisschen lang, ne? Also wenn wir uns jetzt den kompletten Text da reinfahren würden. Oh. Es dimmt noch etwas. Beziehungsweise glüht. So, war hier noch was?
Nö. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nichts übersehen haben. Ich schaue nochmal in den Raum. Ja, von da kommen wir. Nee, warte mal. Kommen wir von hier oder kommen wir von... Ich habe mich schon wieder verlaufen. Nein. Warte mal. Wir kommen von hinten, ne? Hier waren wir noch nicht. Was geht hier? Weiß man gar nicht, wo man zuerst ist. Das sind so viele Türen und so. Aber das ist genau meine Art von Spiel. Dass du in so ein Haus, in so ein verlassenes Haus reingehst, so... Ich da umschaust. Deshalb Resident Evil 7 fand ich mega. Gerade den Anfang, ne? Das war schon richtig nice. Es beunruhigt mich etwas, dass wir so viel Energie einsammeln. Direkt am Anfang. Ich meine, das ist ja an sich ganz gut, aber meistens kriegst du ja Munition und Energie und so, bevor ein Endboss kommt. Oder beziehungsweise ein Zwischenboss. In dem Fall ein Endboss wäre jetzt hier sehr früh. Muss man gar nicht aufmalen. Was ist das überhaupt? Soll das ein Kühlschrank? Ja, ne? Mit Gefrierfach. Die Kugeln schön gefroren. Was ist das? Hä? Ah, okay. Hier glüht nochmal so ein Ding. Soll das eigentlich eine Kerze sein oder ist das hier einfach so ein Dufterfrischer? Ja, das sieht ein bisschen aus wie eine Kerze, ne? Hm. Lecker Süppchen. Resident Evil 7 lässt grüßen. Mich irritiert das immer, dass man zweimal X drücken muss. Einmal um die Schranktür aufzumachen und einmal um es zu nehmen, na klar. Aber irgendwie denkt man immer, okay, er macht die Schranktür auf und nimmt es dann auch direkt. Augenblick werden wir ja schon ziemlich zugeworfen, ne? So, warte mal, kommen wir von hier? Wir kommen von da. Ich bin so sehr... darin vertieft, was man hier finden kann und was man hier alles so sieht, wenn man aus dem Fenster guckt. Da komme ich doch glatt ein bisschen durcheinander. Bin ein wenig orientierungslos. Okay, da können wir lang, da können wir auch lang. Wahrscheinlich müssen wir hier erstmal einen Schlüssel finden, ne? Ne, wir können direkt da rein, okay. Wo geht's in die andere Richtung? Hier geht's ja auch lang. Ne, doch. Einige Türen sind nämlich auch verschlossen. Okay, da geht's hoch. Wir bleiben erstmal noch im Kellergewölbe hier. Genau. Hier müssen wir noch was finden. Ich habe mich nämlich gestern so ein bisschen... Also, da habe ich mich gewundert, weil ich so dachte, okay, wir müssen hier hin und her schieben. Da fehlen ja Platten. Weißt du, schiebst ein bisschen hin und her. Aber offensichtlich ist das links... diese eine Platte, die wir vorhin im Brunnen, im Eimer da gefunden haben, wo wir nicht rangekommen sind. Die habe ich gestern natürlich übersehen. Aber, hab's mir dann schon gedacht. Nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Warten wir darauf, dass Mr. Chance auftaucht, der soll sich das Leck mal ansehen. Mr. Waits. Okay, so einen kurzen Text kannst du natürlich mal eben durchlaufen lassen, ne? So, hier kommen wir noch nicht lang. Wahrscheinlich müssen wir da noch mal ein bisschen am Rad drehen. Oder beziehungsweise was drauf machen, oder? Ja, was drauf machen. So, was ist das hier? Noch mehr Munition. Also Munition ist noch ganz gut. Da braucht man sich keine Gedanken machen im Augenblick. Okay, also... man merkt sie, ich drücke mir die falschen Tasten zum Sprinten. Hier können wir uns auch noch mal ein bisschen umgucken. Ui! Ui. Was gibt's denn hier alles? Oder ist das hinter der Wand? Wahrscheinlich hinter der Wand, aber hier ist auch was. Ah, genau, das sind diese Gegenstände, die du einsammeln kannst. Wenn ich das richtig verstanden habe... kann es sein, dass du für manche Gegenstände mehrere Durchläufe brauchst. Deshalb, ich weiß gar nicht, was haben wir eben eingesammelt? Das Ding, ne? Da habe ich das hier gestern eingesammelt. Und, um alles hier wird es auch nochmal erklärt. Um alles einzusammeln. Ich brauche den Schlüssel. Okay, den Schlüssel haben wir noch nicht.
Also man merkt's, ne? Man muss sich hier überall so ein bisschen durchrätseln. Von Raum zu Raum, um dann Sachen zu finden. Und die dann Stück für Stück im nächsten Raum dann zu nutzen. Ich glaube, wir haben alles, oder? Nochmal der Blick rein. Die Dinger waren, glaube ich, hinter den Wänden, wenn ich das richtig verstanden. Also im Nebenraum. Dahinter müssen wir lang und hier ist ja nichts, ne? Ich glaube, das ist mit diesem modernen Modus gemeint, dass du sozusagen L1 drückst und dann beziehungsweise diese Ringe drumherum bekommst, ne? Und dieser andere klassische Modus ist dann eben, dass dir das nicht angezeigt wird, sondern dass du das halt selber herausfinden musst, wo Gegenstände sind. Jetzt gehen wir aber endlich mal ins Haus rein. Die andere Dame wartet ja auch immer noch vor der Tür. Genau, hier, die Tür ist zum Beispiel zu. Da geht noch nichts. Was hat er hier für ein schönes Magazin? Oputz, okay, mit dem Totenkopf drauf. Heavy Metal Fan, oder? Ja, ich habe ja bei Alone in the Dark schon mal in die Demo reingeguckt. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr oder so her. Das ist ja so ein kleines Mädel gespielt. Die lernen wir auch gleich noch kennen. Und, ja. Das Spiel sollte, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn ich mich da noch recht dran erinnere, sollte dieses Spiel schon letztes Jahr, glaube ich, im November oder so erscheinen, ne? Oder vielleicht sogar schon im Oktober? Und das wurde dann auf Januar verschoben? Hat mich geärgert. Aber gut, die Spiele müssen halt fertig werden erstmal, ne? Da ist es natürlich dann immer ganz gut, wenn man dann nochmal nach hinten verschiebt. Ich brauche den Schlüssel. Ja, ich weiß, dass du den Schlüssel brauchst. Ich hab's verstanden. Warte mal, habe ich irgendwas übersehen? Nee. Oder? Warte mal. Hier waren wir schon. Ja, genau. Sorry, ich bin so im Quatschen, da verliere ich das manchmal aus den Augen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, hat mich halt geärgert, dass es verschoben wurde und dann ist fest verkeilt. Dann war es eben so, dass ich da dann halt bis Januar drauf gewartet habe und was ist passiert? Genau, sie haben es einfach nochmal verschoben. Und jetzt haben wir März und jetzt ist es raus. So, okay, das haben wir schon mal geklärt. Hier waren die beiden, wo wir Schlüssel brauchen. Ah, hier ist die Karte. Ja, und das ist auch so ein bisschen so, dass die mitzeichnet, hätte ich fast gesagt, sich aktualisiert, ne? Also ich kenne sowas zum Beispiel von Silent Hill Homecoming. Oder von den Resident Evil Spielen, ist ja egal. Da wird das nämlich auch immer mit aktualisiert. Welche Tür ist verschlossen? Wo hast du was gesehen? So an Gegenständen und sowas. Okay. Man benötigt also einen ganzen Haufen an Schlüsseln. Hier nix am Start. Ist hier noch was? Sonntag, 22. Juni. Ich habe den werde das mal so ein bisschen hier durchscrollen, dass ihr ich hätte mich um die euch das ein wenig sollen. Durchlesen könnt. Ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wieder gut machen kann. Wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, gut. Schlüssel gefunden? Nee. Also weiter geht's. Karte, genau. Kann man dann ja hier im Endeffekt auswählen. Da sehen wir die ganzen Items und sowas. Ich muss mich jetzt hier erstmal orientieren. Ich habe hier überhaupt keine Peilung. Okay. Warte mal, dann müssen wir hier... Warte. Ich habe gerade gar keine Peilung, wo ich lang muss. Hier ging es ja nicht weiter. Okay, von da unten kommen wir. Hier war das Badezimmer. Hier war dieser eine Raum, dieser Schlafraum. Und die beiden Türen waren verschlossen. Oh, ich brauche den Schlüssel. Naja, wir haben ja jetzt diesen einen Schlüssel. Für die Tür ist der, oder was? Ah, okay, okay.
Bei diesen ganzen Türen, die alle verschlossen sind und diese ganzen Schlüssel, die man dafür braucht. So, hier waren wir noch nicht. Oder doch? Oh Mann. Normalerweise ist meine Orientierung gar nicht so schlecht, aber... In dem Fall... Doch, wir waren doch hier. Die Skulptur kenne ich doch. Oder? Oder gehen wir da jetzt lang? Warte mal, wir werden es ja gleich mitkriegen. Da ist erstmal ein Bär. Wer der eins mit der Tür. So, wo geht's hier lang? Ich brauche den Schlüssel. Ha! Hier ist mal wieder eine Tür, die offen. Oder aufgeht. Fühlt ihr sowas? Habt ihr sowas bei euch stehen? Ich meine, sowas gibt's ja, das ist ja eine Büste. Sowas gibt's ja auch zum Beispiel von irgendwelchen Franchises, ne? Deadpool und so hat sowas ja auch. Bedienung. Offensichtlich in der Mittagspause. Die Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover erhöht die Zölle für über 20.000 Importgüter, um die Arbeiter Amerikas zu schützen. Seit dem Zusammenbruch der Märkte an der Wall Street. So. Ihr könnt das Video ja dann ein bisschen stoppen, wenn ihr euch das durchlesen könnt. Wo geht's hier? Ich brauche den Schlüssel oder was? Ah. Okay, eine Uhr. Also zumindest bei Resident Evil 7 musste man ja auch ein bisschen was mit einer Uhr machen. Hier brauche ich einen Schlüssel. Okay. Nichts weiter gesehen. Oh, ich brauche den Schlüssel. Dass ihr das auch immer noch mal wiederholt. Ich brauche den Schlüssel. Ja, gib mir den Schlüssel. So, jetzt gucken wir uns hier... Ah, okay. Danke. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Oh, Verzeihung, tut mir leid. Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Das tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Es ist dringend und es kam niemand an die Tür. Wir können das Klopfen nicht mehr hören. Niemand kann das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy, oder nicht? Sie hat diese Hardwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hardwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Sie müssen ein andermal wiederkommen. Nicht zu sprechen? Warum? Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hardwood? Ich bin Edward Cornby. Privatermittler. Reizend. Das reicht. Ihr alle, zurück auf eure Zimmer. McCarthy, behalten Sie das Kind im Auge. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen, okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst. Kein Grund zur Sorge, aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Das ganze Personal sucht nach ihm. Was? Er ist weg? Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört doch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Halt, warten Sie! Keine Sorge, wir sind diskret. Den Flur entlang, die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent. Danke, Madame. Schön, da wären wir. Sehen wir uns um. Vielleicht können wir Spuren finden. Er ist ja auch geil. Ja, wir bleiben nicht lange. Wir gehen nur kurz. Ja, tschüss. Wir sind doch ganz ruhig. Alles entspannt. Als das Ding gestern so abgeblendet hat, das hat ja vor der Cutscene blendet sehr ab und nach der Cutscene. Sowas mag ich in Spielen eigentlich nicht so sehr. Aber hier geht's, ne? Aber mich hat's gestern total irritiert, weil ich dachte... Okay, jetzt geht hier in dem Haus das Licht aus.
dass das so eine Horroratmosphäre darstellen soll oder so, dass plötzlich irgendwas passiert, ne? Also ich meine, sowas kennt man ja, dass du in dem einen Moment noch was siehst, dann ein paar Schritte gehst und auf einmal blendet das Licht ab und dann blendet es wieder auf und auf einmal hast du so eine Horrorfresse im Gesicht oder sowas. Hier haben wir zum Beispiel auch sowas, so ein Schieberding. Und da fehlt oben links die Platte. Und die müssen wir jetzt, glaube ich, finden. Okay, also... Puh, ja. Körperwelten, oder... Mein Geschmack ist es ja nicht. Aber jedem so das Seine, ne? Ah, so eine Figur kenne ich. Die steht aber meistens beim Arzt oder so. Ist er Arzt, der Onkel? Ist aber auch geil, wie die so sagen, ja, der Onkel ist verschwunden. Kein Grund zur Sorge, aber könnte ein bisschen dauern, bis er wieder auftaucht. Geile Nummer. Und er ist auch nice, dass er sich da so reinzeckt, weil er könnte ja auch einfach sagen, es ist ja ihr Onkel, weißt? Er könnte ja auch einfach sagen, ja gut, mein Job ist an dieser Stelle erledigt. So, ich nehme ja an, dass sie ihn dafür bezahlt, dass er sie sozusagen begleitet und als Detektiv, ne? Es ist ja ihr Onkel und er ist halt der Detektiv, wenn ich das richtig verstanden habe. In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der und, Zimmers. Ja, insofern ist es ganz, ganz cool und sportlich. Warte mal, da steht 1 von 5? Kann ich hier noch umblättern oder was ist das? Ah! Ach Gottchen, da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Sorry, da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Vielleicht haben wir schon irgendwas überskippt. Aber ich werde da jetzt auch... Ah, hier ist die Platte zum Beispiel, die brauchen wir. Können wir uns ja hier nochmal reinziehen bei... War das bei Razy oder so? Bei Resident Evil, wo man die drehen konnte? Warte mal. Ich habe ein Buch voller seltsamer Notizen gefunden. Schon mal von etwas namens Taroea gehört? Nein. Was ist das? Vielleicht deute ich da zu viel hinein, aber ich denke, das ist der Ort, zu dem er wollte. Oh, okay. Klingt nach einem Hinweis. Juckt mich aber nicht weiter. So, okay, wir brauchen Schlüssel. Haben wir nicht. Die Platte einsetzen. Und dann schieben wir mal ein bisschen hin und her. Easy. Hey, wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Das will ich behalten. Na schön, kommen Sie. Ich möchte zu Dr. Gray. Kommen Sie, gehen wir. Ja, ich komme. Einfach mal das Bild geklaut. Miss Hartwood. Emily? Wo bin ich? Alone in the dark, würde ich sagen. Okay. Untersuche den Laden an der Ecke. Ich würde sagen, falls ihr Interesse habt,
können wir hier natürlich sehr gerne nochmal reingucken. Aber das scheint mir auch ein richtig guter Cliffhanger zu sein. Und deshalb werde ich jetzt an dieser Stelle den Part fürs Erste beenden. Ich werde das Game auf jeden Fall privat durchspielen, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist genau meins. Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao.